Dornen auf den Kopf gedrückt. Ihre vielen Spitzen verursachen tiefe Wunden. Wir alle kennen die Redewendung, diese Worte sind wie Nadelstiche. Dauernde Stichelei, ununterbrochenes, gedankenloses oder boshaftes Gerede über andere verletzen wie Dornen. Meist verheilen solche Wunden nicht, sondern brechen immer wieder neu auf. Was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch lauter, kreuzige ihn. Weil Pilatus aber das Volk zufriedenstellen wollte, gab er ihnen den Barabbas bei. Jesus aber ließ er geiseln und übergab ihn zur Kreuzigung. Die Soldaten legten ihn einen Purpurmantel um und flochten ihm einen Dornenkranz. Den setzten sie ihm auf und grüßten ihn, Heil dir, König der Juden. Die Todesstrafe ist bei uns abgeschafft. Dennoch urteilen wir immer wieder über andere Menschen leichtsinnig und unüberlegt. Wir sprechen dadurch über sie gleichsam ein Todesurteil. Verbreiten wir immer wieder Vorurteile, dann können andere aus ihrer aussichtslosen Lage oder aus der Ecke, in die wir sie stehen, nie herauskommen. Mit Menschen, die nicht unser Denkschema passen, wollen wir oft nichts zu tun haben. Wir verurteilen aber auch uns selbst. Wie oft rede ich abfällig über mich? Wenn ich nichts mehr werde, der ich einmal war oder der ich sein möchte, statt mich anzunehmen, verkenne ich ständig mit anderen, ich möchte lieber so sein wie diese. Jesus passt nicht in das Denkschema seiner Zeit. Er wird ungerecht verurteilt und nimmt das Urteil an. Deshalb können wir aufhören mit vorschnellen und ungerechten Urteilen über andere und über mich selbst. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du nimmst alle Menschen an, so wie sie sind. Auch mich. Mit meinen Fehlern und Schwächen. Urteilen und Vorurteilen. Du willst nicht, dass ich mich selbst schlecht mache oder andere verurteile. Vergib, dass ich das immer wieder tue. Wandle mich durch deine Liebe und mach mich bereit auf das Gute, das in jedem Menschen vorhanden ist, zu vertrauen.